200.000 Streams oder so musste der Song machen, damit wir dieses Geld wieder drin haben. Bowie hat sein erstes Jägermeister-Sponsoring gehabt zu der Zeit und dementsprechend hatten wir sehr, sehr viele Flaschen Jägermeister. Ach so, hi, ich bin der und der. Und ist auf einmal voll freundlich zu ihm. Und er sagt, nee. Legendärer Abend, ey. Was geht, Baby? Mein Name ist Marvin Game. Ich bin hier bei Was würde Marvin Game tun? Auf Stoked. Den Autoren von One Piece gehen die Ideen aus. Sie wollen dich als Co-Autor für die nächsten Folgen. Was würde Marvin Game tun? Woher wisst ihr das? Wer hat euch das erzählt? Boah, ich glaube, ich würde mein Homie Ruffy anrufen. Das ist ein YouTuber, der sehr viel über One Piece auch sein Content macht. Und mit dem zusammen diese Geschichte zu Ende spinnen. Da gibt es ja auch schon viele, viele Theorien im Internet, wo man so sich dran orientieren könnte. So würde das passieren oder so. Keine jetzt, die uns schon ganz klar sagt, das wird das One Piece sein. Aber ich glaube, ich hätte da schon ein paar Ideen. Ich kann die jetzt aber noch nicht verraten, weil wenn ich euch verrate, was das One Piece ist, dann müsst ihr ja One Piece nicht mehr gucken. 50 Jahre Hip-Hop. Du wirst als Repräsentant der deutschen Kulturbewegung nach New York eingeladen und sollst die drei wichtigsten Deutschrap-Songs vorstellen. Was würde Marvin Game tun? Kennt ihr dieses Lied von MC Smoke, Für jeden oder so? Wo er so sagt, ich grüße alle Chinesen, Kongolesen. Ich grüße alle Chinesen, Sudanesen, Maltesen, San Marinesen. Und dann zieht er so 40 Minuten, grüßt er alle Nationalitäten, das ist ein gutes Lied. Nee, mal Scherz beiseite. Ich glaube, Phoenix von Azad würde ich zeigen. Hennessy und Weed von Butch und Luciano. Komm, ihr kriegt's. Nach 50 Folgen Baked sagt der Koch, er hätte alle deine Gerichte aus Versehen mit Fleisch gekocht. Was würde Marvin Game tun? Ja, ich bin jetzt ja kein Hardcore-Veganer. Wäre natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich lege ich sehr viel auf Christoph, seine Kochkunst und sein Wort. Ich würde da jetzt nicht so viel machen. Würde dann sagen, okay, dann brauchen wir jetzt wohl einen neuen Koch, Christoph. Dann ziehe ich das Küchenmesser und jag ihn aus der Küche. 50 Folgen Baked. Wer fehlt noch? Sido. Wo bist du? Also entweder hier bei Baked, dann kriegst du noch Essen. Oder Hotbox, dann bringe ich beste Weed mit. Bist herzlich willkommen. Haftbefehl wäre auch cool. Aber sonst sehe ich, glaube ich, eher internationale Leute. Da sind wir ein bisschen kurz gekommen durch die Pandemie. Lieber das Kopfkissen voll Weed oder die Badewanne voll Cognac. Was würde Marvin Game tun? Also auch wenn ich meinen eigenen Cognac jetzt auf den Markt bringe und das sehr, sehr genieße, ein Glas Weevy mit den Freunden zu sippen, bin ich für immer Stoner. Also ich würde, glaube ich, immer Weed vor Alkohol wählen. Und den Cognac baden stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor. Und du liegst so in der Badewanne, bist so... So ein kleiner Schlürfer. Das Kopfkissen voll Weed ist schon nicer. Je nachdem auch, dass, wenn das so wirklich gutes Weed ist, dann kann das, glaube ich, auch ganz gemütlich sein. Sogar vielleicht besser als so ein Downkissen, wenn man sich das so gemütlich die Knollen dem Kopf anpassen. Kissen voll Weed, bitte. Du wirst als Synchronsprecher für Rocky von Paw Patrol angefragt. Was würde Marvin Game tun? Ja, ich würde sagen, ich bin dabei. Also ich komme vorbei. Ich würde ja sehr gerne ins Synchronsprecher-Game reinkommen. Hab ja auch schon einige kennengelernt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer bei Paw Patrol ist. Aber so einer meiner großen Träume ist es schon, in irgendeiner Sendung zu sprechen, die ich selber auch gucke oder die ich selber mag. Würde gerne mal bei sowas wie Atlanta oder so, wäre das geil, eine Rolle zu haben. Bowser, Risi, Berkan. A&Rs wollen wissen, welchen Juwel du als nächstes entdeckst. Was würde Marvin Game tun? Ja, entdeckt ist schon hart, Leute. Ich habe die drei Jungs auf jeden Fall nicht entdeckt. Also, wenn man jetzt wirklich von Entdecken reden möchte, dann war es in unserem Umfeld auf jeden Fall auch eher Morten, der Reezy gescoutet hat. Bowser war ja schon am Start. Also entdeckt wäre, glaube ich, übertrieben. Aber na klar, wir waren immer früh dran an den Leuten oder haben früh mit denen Musik gemacht, auch wo vielleicht noch nicht so klar war, was das für Stars werden. Der nächste, Alp 903. A.K.A. Alpski. Wie kam es damals, dass Risi einen Track über euren Kanal hochgeladen hat? Ich glaube, Risi hatte einfach keinen eigenen Kanal zu der Zeit. War er auch bei der legendären Party im Biendo Hotel dabei? Boah, im Biendo wurde auf jeden Fall geballt. Ich weiß nicht, ob er dabei war, aber ich weiß, Bowie war da. Bowie hat sein erstes Jägermeister-Sponsoring gehabt zu der Zeit und dementsprechend hatten wir sehr, sehr viele Flaschen Jägermeister. Die Rechnung vom Biendo, die wir damals zahlen mussten, ist auch mittlerweile finanziert durch die Klicks von dem Song. Das war ja auch das Cover von dem Song, war ja die Rechnung, die wir bezahlen mussten und ich glaube, irgendwie 200.000 Streams oder so musste der Song machen, damit wir dieses Geld wieder drin haben. Und demnach Shoutout an das Biendo Hotel in Chemnitz. Legendärer Abend, ey. Entscheide dich. Lieber jeden Morgen in die Spree springen oder nur noch barfuß laufen. Was würde Marvin Game tun? 100% nur noch barfuß laufen. Ich bin gerade in Cognac eine Woche fast nur barfuß gelaufen. Zwar so über irgendwelche Steine, aber meine Füße waren so viel gesünder. Ich glaube eh, dass Schuhe sind ein Käfig. Wir sollten alle barfuß laufen, Leute. Dann können wir unsere Füße vielleicht so wie Hände benutzen. Safe barfuß, Mann. Entscheide dich. Atemübungen mit Wim Hof oder ein Abendessen mit DJ Khaled? Was würde Marvin Game tun? Atme mit Wim Hof auf jeden Fall. DJ Khaled, ich glaube, alles, was man von DJ Khaled lernen kann, habe ich schon von seinen Snapchat-Stories 2016 gelernt. Don't let nothing stop you, 'cause we ain't stopping.
Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel dazugekommen seitdem. Und mit Wim Hof atmen ist echt einer meiner Träume. Der macht ja auch so eine Camps. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber wo du dich für richtig viel Geld dann halt einträgst und so eine Woche irgendwo in den Bergen in Polen bist. Ich stelle mir das so vor, dass ich so mit Barry, mit Bodyformers oder so und noch ein, zwei anderen Leuten zusammen, die einfach alle so lustige Charaktere sind, da mal in die Berge fahre, dann Eisbaden morgens, schön sein Essen selber machen und fangen oder ernten oder wie auch immer. Ein paar Atemübungen zwischendurch. Safe. Muss eh gleich vor der nächsten Folge Baked, muss ich auch wieder meine Atemübung machen. Wim Hof, Bruder, meld dich. Ayahuasca in Peru oder Pilze in Brandenburg? Was würde Marvin Game tun? Vor ein paar Tagen hat mir ein guter Homie, Shoutout an den Physio-Boy Nikola, der hat mir einfach so random eine Nachricht geschrieben. Er schreibt, Bro, du musst Ayahuasca nehmen. Bisher habe ich mich noch nicht getraut. Weiß nicht warum, auch nicht unbedingt das Bedürfnis. Ich habe einmal in meinem Leben Pilze genommen, da habe ich jetzt nicht so krass die krasse Erfahrung gemacht. Es war ganz lustig, vielleicht waren es zu wenig. Die zu kleine Dosis. Und Brandenburg ist auch schon geil im Sommer, aber ich glaube, Ayahuasca in Peru würde ich mal machen. Vielleicht für die nächste Folge draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kameras einen voll abschrecken, wenn man auf so einem Trip ist. Lieber 48 Stunden alleine in Berlin auf Techno feiern gehen oder 12 Stunden mit dem Auto im Kreis fahren? Was würde Marvin Game tun? Kennt ihr bei Mario Kart Baby Park? Da muss ich denken. Ich würde 48 Stunden, glaube ich, nicht durchhalten. Ich finde aber Techno-Feiern nicht schlimm. Also kann man schon machen, ist lustig. Ist nicht so wie auf Hip-Hop-Partys, dass einen alle erkennen oder alle irgendwas so beweisen wollen und so. Ich glaube, ich würde die Techno-Party wählen. Im Anomalie-Club bei meinen Homies. Irgendwo, wo ich Leute kenne noch und so. Dann verbringe ich da einfach eine gute Zeit im Outdoor-Bereich, baue meine Joints, gehe kurz eine Runde schlafen im Backstage und komme wieder raus. Die haben so eine geile Mentalität da. Ich liebe diese Offenheit, diese Toleranz, diese Freiheit. Aber auch dann dieses auf den Tisch hauen gegen das Intolerante. Als wir da mal einen Dreh hatten, kam so die Produktionsleitung, kam sehr früh und da ist der Besitzer vom Club so rumgelaufen. Und die ist so am Handy und fragt den, sie weiß nicht, wer das ist, und sie fragt den, ey, wo ist denn hier der Dreh von Marvin, wo muss ich hin? Und ist aber so ein bisschen so von oben herab auf ihn. Und er sagt, komm, ich zeig's dir und so. Und die ist noch so am Handy währenddessen, redet nicht richtig mit ihm. Dann gehen sie rein und sie sagt, ja, hier, das und das ist das Team. Und dann mein anderer Partner, der da war, sagt, ja, das ist übrigens hier Jesse vom Anomaly Club, der Besitzer. Und sie ist so, ach so, hi, ich bin der und der. Und ist auf einmal voll freundlich zu ihm. Und er sagt, nee, also wenn du jetzt weiter scheiße mit mir geblieben wärst, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Aber diese Heuchelerei, jetzt wo du weißt, wer ich bin, bist du auf einmal freundlich. Nein, sowas gibt's bei uns im Laden nicht. Das bringt mich an die Decke. Wenn du ein Arschloch bist, dann sei ein Arschloch. Aber sei nicht ein Arschloch nur zu Leuten, wo du denkst, boah, das war so geil, das war so beeindruckend. Während wir gleichzeitig so denken, fuck, fällt jetzt unser Dreh ins Wasser, weil hier jemand sich daneben benommen hat. Parallel dazu aber dieses, ja Mann, Bruder, genau so. Du bist der Besitzer von diesem Laden, du darfst. Du darfst auch rumschreien, wenn du willst. Aber du machst es wirklich nur dann, wenn du Ungerechtigkeit siehst. Und das liebe ich. Um mehr Leute zu erreichen, bittet dich die militante Veganerin um ein Feature mit ihr. Was würde Marvin Game tun? Macht die Musik? Ich dachte, die macht Onlyfans. Wir kriegen alles hin. Bisschen Melodyne, ein Beat von California. Das wird geil. Militante Veganerin, meld dich. Komm, jetzt gibt's Beef. Das war's. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hast du noch ein paar letzte Worte an deine Community? Es gibt keinen Spaß. Bleibt alle ehrlich und gesund für immer. Bleibt ready. Begegnet euch selbst. Und das war's. Den Rest müsst ihr euch selbst überlegen.